Ja, wo ist die Kamera? Da ist die Kamera. Okay, schauen wir mal, ob wir irgendwas hier sehen. Nein, alles abgedeckt. Hä? Keine Schleichwerbung. Ja, Schleichwerbung ist, mir fällt jetzt der englische Begriff nicht ein. Also wenn Product Placement, genau. Schleichwerbung, weil Schleichen ist like a spy. Ja, ich schleiche davon. Tschüss, tschüss. Nein, nein, ich komme wieder. Es gibt natürlich ein Thema wieder zum heutigen Tagesblock. Jetzt erstmal, glaube ich, das letzte Video zu der in der Kategorie Deutsch ist komisch und seltsam, aber sehr interessant. Da ist mir heute Morgen ist mir da diese Idee eingefallen, als ich ich habe nämlich ein bisschen Kopfweh, ja, und dann, ah, mir tut der Kopf weh. Und dann kam es, ja, Moment, stimmt. I have headache, aber die Deutschen, mir tut der Kopf weh. Halt, hier, Entschuldigung, jetzt rede ich zu euch. Also mir tut der Kopf weh. The head does hurt to me. Ja? I have headache. Ja? So, diese Sätze, ihr kennt auch schon, mir geht's gut. Auf Englisch, I'm fine. Ja? Wie geht's dir? How are you? Ich nenne diese Sätze oder dieses Thema von dem Video jetzt mir anstatt ich. Das heißt, anstatt ist instead of, ja, dass die Deutschen Sätze haben, in denen sie mit mir arbeiten, aber im Englischen oder auf Italienisch wird, oder Spanisch, Espanol, Italiano, wird das immer mit ich übersetzt. Ja. Der Klassiker ist, mir geht's gut. I'm fine, sto bene, estoy bien. Ja. Okay, da haben die Deutschen mal wieder eine schöne Erfindung, ja, in der Sprache. So, wenn gleich vorab, wenn ihr solche Sätze habt, mir geht es gut, das Verb ist eigentlich normalerweise dann in der dritten Person Singular. Ja? Nicht ich gehe mir gut oder sowas, ja? Mir geht es. Es geht mir gut. Und wenn ihr diese Sätze habt mit mir, dann könnt ihr die austauschen natürlich mit dir. Ja? Also wie geht's dir? Oder mit ihm. By the way, übrigens, das ist dann der Dativ. Ja? Ihm, he's fine. Ihr geht's gut. She's fine. Uns geht's gut. Also in diesen Sätzen mit mir könnt ihr das immer austauschen. Substitut. Mir, dir, ihm, ihr. Ja? Könnt ihr wiederholen? Mir, dir, ihm, ihr. Also ihr ausgesprochen. Uns, euch, ihnen. To them, Plural. Uns, euch, ihnen. Könnt ihr wiederholen? Uns, euch, ihnen. Mir, dir, ihm, ihr. Uns, euch, ihnen. Und einmal schnell wiederholen. Mir, dir, ihm, ihr. Uns, euch, ihnen. Okay. So, wie sagt ihr dann? They are fine. Ihnen geht's gut. Und wie fragt ihr, how are you in Plural, wenn ihr mehrere Freunde fragt? Wie geht's euch? Okay, gut. Diesen Satz kennt ihr. Ihr kennt auch, es tut mir leid. Ja, auch hier. Ja. Wie könnt ihr dann fragen, are you sorry? Bist du leid? Ja, das habt ihr vielleicht auch früher verwendet. Bist du leid oder sowas? Ja. Das ist auch immer lustig. Man kann dann so einen Satz sagen, es tut mir leid, den hört man sofort, aber dann umzuwandeln, to transform, ja, das ist dann immer schwierig. Und da möchte ich euch mit meinen Videos auch helfen. Ja? Alles andere berührt ihr nicht. Do not touch the rest. Nur dieses mir müsst ihr austauschen. Also, are you sorry? Tut es dir leid? Okay. Was auch ein schöner Satz ist, mir ist kalt. I feel cold. Nein, mir ist jetzt nicht kalt, ja. Ich habe eine warme Jacke an, aber. Also, do you feel cold? Ist dir kalt? Ja? Das she feel cold. Ist ihr kalt? Seht ihr, das ist kalt, bleibt immer gleich. Ja, fragt ihr mich mal. Nein, fragt nicht. Machen wir das nächste. Ja, das habe ich schon genügend geübt, jetzt wisst ihr das, ja? Mir ist kalt, dir ist kalt, ihm ist kalt. Mir gefällt das. Kennt ihr auch? Mir gefällt das. I like that. Oder mir schmeckt das.
Und wie fragt ihr dann, do you like it? Mehrere Leute, Freunde. Gefällt es euch? Schmeckt es euch? Does she like it? Schmeckt es ihr? Gefällt es ihr? Ihr müsst nicht so sprechen, ihr könnt auch normal sprechen. Does he like it? Schmeckt es ihm? Gefällt es ihm? Ja, ich habe jetzt Gefallen dran gefunden, so zu sprechen. Aber ihr dürft normal sprechen. Okay, dann auch ein schönes, oh, das habe ich ab und zu in meinen Videos, weil, muss ich sagen, meine Videos, ich plane sie natürlich schon ein bisschen, was ich habe. Ich versuche sie auch so spontan wie möglich zu machen, aus dem Bauch heraus. Und, sagt man auf Deutsch, ist schön, aus dem Bauch heraus. Ja, spontan, ohne nachzudenken. All'italiana, wir Italiener. Okay. Und dann ab und zu habe ich so die Situation, wo ich sage, oh, mir fällt nichts ein. I don't have any idea, nothing crosses to my mind. Ah. Mir fällt nichts ein. Auch schön. Wie fragt ihr dann, do you have an idea? Fällt dir nichts ein? No, do you have no idea? Fällt dir etwas ein? Also dieses Nichts tauscht ihr aus mit etwas. Ja? Oder fällt dir etwas ein? Ja? Do you have an idea? Oder für mehrere Leute? Do you have an idea für Freunde? Fällt euch etwas ein? Ne? Oder he has no idea. Ihm fällt nichts ein. Ah, es fällt mir nicht ein, es fällt mir nicht ein. Fällt es dir ein? Dann, gut, ich habe heute Kopfweh, also mir tut der Kopf weh, aber mir ist nicht schlecht. Schlecht ist, okay, habt ihr verstanden? Muss ich nicht noch mehr spielen? Ja? Mir ist schlecht, ja. Oder wie fragt ihr dann? Do you feel bad from the stomach? Ist dir schlecht? Ja? Oder she feels bad? Nicht, ihr geht's schlecht. Ihr geht's schlecht ist she feels bad because she's in a bad mood oder wie auch immer, aber ihr ist schlecht, ist she, ja, sie muss fast sich übergeben, she has to vomit, ja, sozusagen vom Magen, the stomach, ja. Ist ihr schlecht? Does he feel bad? Ist ihm schlecht? Ja. Okay, dann auch ein schöner Satz mit mir anstatt ich. I don't care, ja. Auf Englisch ganz easy, auf Deutsch, das macht mir nichts aus. Ah, was ist denn das? Das macht mir nichts aus. Oh, ein Aus ist am Ende des Satzes. Alarm. Ah, das muss ein trennbares Verb sein. Ausmachen. Ah, sage ich, ausmachen, to switch off. Das macht mir nichts aus. I do not switch off any. Nein, doesn't make any sense. Ja, oder das macht, hat überhaupt keinen Sinn. Der macht keinen Sinn, der Satz. Ja. Es macht mir nichts aus bedeutet, I don't care. Ja. I don't have any problem with that. Ja, also ausmachen, to me. Ja? So, die Frage, do you care? Do you mind? Nicht, I don't care, I don't mind ist ein bisschen. Ja? I don't mind, no, it's no problem. Ja? Es macht mir nichts aus. Aber wie fragt jetzt? Do you mind? Macht es dir etwas aus? Macht es dir etwas aus, wenn ich jetzt aufhöre? Nein, Michele, ich will noch ein, zwei Beispiele. Okay, also es macht dir etwas aus. So, you do mind. Habe ich noch ein Beispiel? Vielleicht habe ich euch jetzt zu viel versprochen. Ich habe natürlich mehrere Beispiele, aber ich möchte noch ein zweites Video machen. Und das Video ist ja für einen Tagesblock, also sollte es nicht zu lang sein. Aber wir machen diese Übung jetzt mal ganz schnell, auch diese Sätze in Perfekt zu setzen, in die Vergangenheit. Also, mir geht's gut. So, ich habe euch gesagt, diese Sätze sind immer in der dritten Person Singular, die Verben. Mir geht es gut oder mir ist schlecht oder es tut mir leid oder das schmeckt mir nicht. Seht ihr? Und dann müsst ihr also wissen, welches ist das Hilfsverb für geht, gehen. Nicht haben, sondern sein. Und die dritte Person von sein ist. Also mir geht's gut in der Vergangenheit. Mir ist es gut gegangen. Ist es dir gut gegangen? Ja? Mir ist kalt.
Wie fragt ihr dann? Did you feel cold? Von sein ist die Vergangenheit. Perfekt. Ja, war dir kalt? Ihr könnt ja auch sagen, war dir kalt. Aber ich möchte jetzt wirklich mal perfekt gewesen. Ja? Ist dir kalt gewesen? Oder she felt cold. Ihr ist kalt gewesen. Der Klassiker. Ja? Den Frauen ist oft kalt. Okay. Oder mit schmecken. Schmeckt es dir? Do you like it? Aber in der Vergangenheit. Ja, das ist natürlich, schmecken braucht das Hilfsverb haben. Hat es dir geschmeckt? Und mit gefallen? Gefällt es dir? In der Vergangenheit? Im Perfekt? Hat es dir gefallen? Did she like it? Hat es ihr gefallen oder geschmeckt? Okay. Mir fällt nichts ein. Das ist auch ein schönes Wort. Mir fällt nichts ein. Was ist das Verb? Das ist ein trennbares Verb, weil ein ist am Schluss. Das muss ein trennbares Verb sein. Ja, Michele, bleib cool. Wir haben das mittlerweile verstanden. Okay, sorry. Ich wollte nur noch mal auf Nummer sicher gehen. Weil das ist, ich finde den Trick cool. Wenn am Ende ein auf, ab, dann muss das ein trennbares Verb. Es kann keine Präposition sein. Also, mir fällt nichts ein, ist das Verb einfallen. Was ist die Vergangenheit von einfallen? Was ist denn die Vergangenheit von fallen? Auch nicht, okay. Gefallen, also eingefallen. Also, wie sagt ihr denn? Hadn't any idea. Mir ist nichts eingefallen, weil das Hilfsverb mit fallen, movement, Bewegung ist sein. Mir ist nichts eingefallen. Oder wie fragt er? Did you have an idea? Ist dir etwas eingefallen? Oder ist dir eine Idee eingefallen? Machen wir noch eins. Das macht mir nichts aus. I don't mind. I didn't mind. Das hat mir nichts ausgemacht. Weil Hilfsverb von machen ist natürlich haben und ausmachen natürlich auch haben. Das hat mir nichts. Und did she mind? Komm, zum Abschluss nochmal was Schönes. Eine Herausforderung, eine Challenge. Did she mind? Hat es ihr etwas ausgemacht? Cool, oder? Ah, was ist denn die Perfektform von tun? Getan. Ja, wie fragt ihr dann? Did you have headache? Hattest du Kopfweh? Elegante Lösung, ja. Aber ich will ja das andere mit mir oder dir. Hat dir der Kopf weh getan? Das sagt der Michele. Mann, ist das kompliziert. Dann nehme ich lieber, hattest du Kopfweh? Okay, könnt ihr nehmen, aber es ging ja nur theoretisch um dieses Prinzip. Habt ihr das verstanden? Ja, oder habt ihr jetzt Kopfweh? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns wieder morgen. Ciao.